Schuh und gehen jetzt hier. Oh, warte. Hier. So, und jetzt kannst du unten gucken, wie die gefüttert werden. Oh, Schuh. Gleich. Gleich. Guck da. Wie jetzt gefüttert ist. Ach, guck mal, wie schnell. Über Stock und über Stein. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur Fütterung unserer Dauerhaltungstiere. Wie der Name sagt, leben Tiere dauerhaft in der Station. Ich kann sich der Gründe auf einzelne sehe ich gleich genauer ein und ihre einzeln vorstellen. Bevor wir anfangen, möchte ich alle bitten, sich bitte hinter die Absperrung zu setzen. Hinter? Ja, so dass wir hier oben sind, ja, ne? Dann fange ich einmal an, die Tiere vorzustellen. Wir haben ganz außen links am Becken, haben wir Lilly liegen. Bei Lilly werden gerade die Sonnenflossen transportiert. Es ist sehr wichtig, die Tiere nutzen ihre Sonnenflossen bei Wasser. Wasser! Sie achten, Schwellungen oder Verletzungen können sehr schmerzhaft werden. Gleichzeitig werden die Hinterflossen transportiert, genau wie die Vorderflossen auf Verletzungen oder Schwellungen, aber auch Eingriffe in den Schwimmhäuten. Denn die Hinterflossen nutzen die Tiere zum Vorwärtsbewegen. Das heißt, um Schwung zu holen. Und wenn dann einige in den Schwimmhalten sind, kann das für die Tiere sehr schmerzhaft werden. Wenn wir dann einmal weiter hier nach vorne gehen, holen wir direkt die Hein. Hein kriegt gerade die Symbolleiste vorgezeigt. Wie ich erwähnt habe, weil jedes Tages hat vorne ein Symbol. Und bei der Symbolleiste sind verschiedene Symbole und die Aufgabe für das Tier besteht darin, dass es sein eigenes Symbol zwischen den verschiedenen anderen Symbolen wiedererkennt. Hein und Lilly sind beide hier in der Station geboren. Das ist auch der Grund, warum die beiden nicht ausgewildert worden sind. Es ist nämlich in Deutschland vorgeschrieben, dass in Gefangenschaft geborene Tiere nicht ausgewildert werden dürfen, da sie bereits an die Menschen gewöhnt sind. Wenn wir dann noch einmal weiter wandern, haben wir hier vorne auf dem Stein Mareike liegen. Mareike kam als Heuler zu uns. Eigentlich wildern wir Heuler ja aus. Das ist ja bei Mareike leider nicht möglich, da sie schlechte Blutwerte hatte. Man kann ein krankes Tier natürlich nicht in die Wildnis entlassen. Neben ihr liegt Dern. Dern ist unser ältestes Seehundweibchen. Sie ist seit 1985 in der Station und kann somit als Gründungsmitglied bezeichnet werden. Dern werden jetzt gerade Kopfhörer aufgesetzt. Das Ganze gehört zu dem sogenannten Minus-Projekt und befasst sich mit Akustikuntersuchung. Welche Frequenzen können die Tiere hören? Im weiteren Verlauf wurde das Projekt ausgebaut, befasst sich dann damit, welche Frequenzen entstehen durch den Baulärm und was können diese Frequenzen im Gehör des Tieres oder dem Gehör des Tieres antun. Dann einmal oben auf der Düne, da haben wir unser Kegelrobbenmännchen Jure. Bei ihm wird gerade der Bauch abgetastet. Das ist sehr wichtig. Die Tiere bewegen sich an Land, ausschließlich durch Bauch- und Rückenmuskulatur vorwärts. Behärtungen können dann sehr schmerzhaft für die Tiere werden. Weiterhin kann man am Bauch der Tiere auch sehr schön sehen, um welches Geschlecht es sich handelt. Juris hat zum Beispiel zwei Punkte auf dem Bauch. Das obere ist der Bauchnabel, das untere ist die Geschlechtsöffnung. Neben Juris haben wir noch unser Kegelrobbenweibchen Nevi. Sie kommt gerade auf die andere Seite der Bühne, die andere Seite der Lautsprecher. Man kann die beiden sehr schön auseinanderhalten, wenn man sich aber die Fellfärbung anguckt. Juris ist recht dunkel mit vereinzelten hellen Flecken. Nemi dagegen hat einen sehr hellen Bauch mit vereinzelten dunklen Flecken.
Ein Beispiel bei den Kegelrobben kann man halt an der Fellfärbung und das Geschlecht identifizieren. Bei Seehund ist das nicht ganz so einfach. Da muss man dann wirklich die Punkte am Bauch zählen. Hier vorne bei Leon sehen Sie gerade das Infektionsspray, das ist die gelbe Flasche, die der Trainer in der Hand hat. Das wird angewendet, wenn die Tiere zum Beispiel eine Injektion kriegen oder eine Blutabnahme ansteht. Und wie bei uns Menschen muss das natürlich desinfiziert werden. Und weil das Spray sehr intensiv riecht, wird die Flasche dem Tier erst einmal vorgehalten, dass es gleich weiß, okay, da kommt gleich was. Dann wird etwas auf die Haut aufgesprüht und dann mit dem Einstich des Fingers die Nadel simuliert. Dann haben wir oben neben Nemi noch unseren letzten Seehund auf. Das ist Wimmel, er ist unser ältestes Männchen in der Station. Er ist seit 1998 leider vollständig erblindet und hat deswegen als einziges Tier ein dreidimensionales Symbol. Weil es für ihn leicht ist, mit dem Bartan das dreidimensionale Symbol, also den Ball, zu ertasten, als zum Beispiel ein zweidimensionales Symbol. Dann komme ich einmal zum Unterschied zwischen Seehund und Kegelrobben, wobei man die beiden nicht auseinanderhalten kann. Wenn Sie sich einmal Lümmel vorne angucken oder auch hier unsere vier Seehunde, die haben alle einen recht runden Hinterkopf mit sehr platter Schnauze. Wenn man sich dagegen einmal Juris anguckt, der sich hier vorne gerade ins Wasser gerobbt hat, er hat eine sehr langgezogene Schnauze und einen sehr abgeflachten Hinterkopf. Weiterhin kann man halt, wie ich vorhin erwähnt habe, bei Kegelrobben das Geschlecht auch schon an der Fellfärbung erkennen. Bei Seehunden muss man dann wirklich am Unterwasserfenster zum Beispiel die Punkte zählen, die sie auf dem Bauch haben. Bei Juris hatten wir ja gesehen, das waren 2 Punkte. Bei Nemi oder auch bei Lilly oder Mareike zum Beispiel wären es 3 Punkte für das Weibchengeschlecht. Das wäre wie so eine Art Dreieck. Das obere wäre der Bauchnabel, die beiden unteren wären die Zipfen. Ein weiterer Unterschied ist, zum Beispiel auch die Backenzähne. Wenn man sich einmal die Backenzähne von Juris anguckt, sie wären kegelförmig. Da hängt natürlich auch der Name Kegelrobben. Die von Lümmel oder auch Lilly oder Mareike wären mehrfach eingezackt. Wenn Sie sich das besser anschauen möchten oder vorstellen können, haben wir zwischen unseren beiden Becken auch noch die Informationssäule für Seehund oder Kegelrobben. Da kann man sich dann die Gebissform auch noch einmal angucken, dass man das genauer sieht, woran man das erkennt. Der nächste Unterschied ist zum Beispiel auch, dass Seehunde etwas kleiner werden als Kegelrobben. Wenn man sich Juris anguckt, Juris ist noch nicht ganz ausgewachsen. Er wird später ungefähr 2,30 Meter lang werden und wiegt dann ca. 300 Kilogramm. Lümmel, also der älteste Seehundmännchen, ist 1,80 lang und wiegt ca. 100 Kilo. Ist also wesentlich leichter als Juris. Bei Juris vorne, gerade vor dem kleinen Abwehrbecken, sehen Sie einen Spin. Das ist einfach ein Dreh um die eigene Achse und dient während des medizinischen Trainings als Entspannungsübung. Hier vorne wurde man weiter auch gerade die Transportdosis geführt. Das ist eine wichtige Übung, weil die Tiere nämlich zum Arzt müssen. Das werden sie mit einer solchen Transportdosis transportiert. Und da sie in freier Wildbahn keine engeren Räume kennen, werden sie während des medizinischen Trainings daran gewöhnt, dass sie halt wissen, es passiert was, aber der Stressfaktor halt nicht mehr so hoch ist. Deswegen werden sie da reingeführt während des medizinischen Trainings und wissen halt, sie kommen rein, sie kommen auch wieder raus und es passiert wirklich nichts Schlimmeres. Auch beim Erreichen vorne haben sie gerade noch mal einen Spin gesehen oder sehen sie jetzt noch mal? Man hatte vorhin ja auch erwähnt, dass Mareike als Heuler zu uns kam. Aber was ist überhaupt ein Heuler? Ein Heuler ist ein Jungtier, das während der Säugezeit verlassen wurde von der Mutter. Es kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen natürliche, wenn sie zum Beispiel durch Stürme oder durch Tod und Krankheit getrennt werden. Zum anderen kann es aber auch passieren, wenn wir Menschen zu dicht an die Sandbank herangehen, kriegen die Tiere natürlich Angst und fliehen ins Wasser. Und häufig sind die Jungtiere noch nicht schnell oder nicht stark genug und kommen damit vielleicht nicht so schnell ins Wasser wie die älteren Tiere. Dann ist es wichtig, wenn man ein solches Tier findet, dass man es auf gar keinen Fall anfasst. Denn das Erste, was das Muttertier nach der Geburt macht, ist sich den eigenen des Jungtieres einprägen. Wenn man das Jungtier dann anfassen würde, würde sich der Geruch natürlich auch verändern. Weiterhin sollte man einen weiten Abstand halten, ungefähr 300 bis 500 Meter, damit sich das Muttertier auch aus dem Wasser wieder rausholt, um die Jungtiere wieder mehr zu kommen.
Ein weiterer Punkt, den man beachten sollte, zum Beispiel Hunde anleihen und dann die gegenseitigen Krankheiten aufeinander übertragen können. Das Letzte, was man dann machen sollte, ist entweder uns oder die Polizei informieren. Wir schicken den sogenannten Seehundjäger. Der jagt das Tier nicht, aber sperrt das Tier weiträumig ab, dass die Regeln, die wir eben gerade genannt haben, auch eingehalten werden und es dann nicht zu einem menschengemachten Heuler wird. Er ist auch der Einzige, der gesetzlich erlaubt oder nicht erlaubt ist, uns also die Jungen zu bringen. Bei der jetzt folgenden Wurfbedrohung können Sie sehen, wie schnell und wendig die Tiere im Wasser sind. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche weiterhin viel Spaß in der Station.